Hä? Wer klopft da? Ich komme hier nicht raus! Ich habe mich verbuggt! Er läuft gegen die Kiste. So, hier müssen wir jetzt aber hoch, ne? Endlich mal. Nachdem ich mich wieder mit Secrets hier beschäftigt habe. Toffi, unser Baby-Experte. Nein, natürlich nicht. Aber nur das, was ich so mit gehört habe. Ob es nun ein Schwert ist oder ein Behältnis, was immer das ist. Hast du den Kobold gehört? Und jetzt? Ja. Was für still so lächerliche Sebastian-Vorstellungen. Du bist immer so ein übereifriger. Sebastian, du musst aufpassen. Wir müssen nicht immer so vorschnell arbeiten. Du kannst doch einfach mal gucken, ob du jemanden vielleicht einfach von hinten die Kehle aufschlitzen kannst. Was viel humaneres als das, was wir immer tun. Also, ups. Ja, oder halt auch nicht. So. Oh. Ja, mein Incendio geht leider, hat er keine so große Reichweite, das vergesse ich immer wieder. Entschuldigung, aber es musste sein. Ich wollte eigentlich euch von hinten ganz, ganz human die Kehle aufschlitzen, aber ja, hat leider nicht geklappt. So. Noch mehr von den Viechern? Wahrscheinlich, ne? Als ob das jetzt alle gewesen sind. Oh, warte mal. Das sieht sehr auffällig aus. Lumos, Lumos. Lumos Solem. Wieso nennen die das einfach nur Lumos? Im Harry Potter hieß das Lumos Solem. Oder zumindest hat das Ding immer so gesagt. Ist er tot? Die Hühner haben ihn umgebracht. Oh mein Gott, es war gemeiner Hühnermord. Und jetzt läuft das Huhn auch noch über die Leiche drüber. Was fällt dir ein? Du missratenes. Jetzt zeigt's auch noch den Arsch direkt über dem Kopf. Das ist ja widerwärtig. Oh. Das Huhn kommt bestimmt aus Kentucky. Und deswegen gibt es Kentucky Fried Chicken. Wegen solchen Hühnern. Guck's dir an. Guck's dir an. Es legt sich auf die Leiche, um sich daran zu brüsten. Alter. Sehr geehrte Einwohner, in 2 Wochen wird Ihr Hühnerstall im Rahmen der Ermittlungen des Ministeriums zu Gerüchten über die illegale Zucht von Basilisken inspiziert werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Räumlichkeiten frei von Kröten sind und denken Sie daran, dass die Strafe für solche illegalen Zucht Bemühungen bis lebenslange Inhaftierung in Azkaban ist. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe im Zauberministerium. Ach so, deswegen hat er die Hühner abgerichtet, damit sie den Kontrolleur umbringen. Macht Sinn. Toffi hat an Lumos gedacht. Ja, hin und wieder mache ich das da auch mal. So, und da sind jetzt Basilisken drin? Weil wenn ja, hätte ich jetzt Ekel gekriegt. Ich krieg schon wieder Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, dass da Schlangen drin sein könnten. Revelio. Ist hier sonst noch was? Soll ich noch ein Hühnchen mitnehmen? Hat jemand Bock auf Hähnchenschenkel? Ach, da oben. Ja, da muss ich noch nicht hin. So. Ich Lumosse nochmal. Die Schlingpflanzen sind so widerlich. Die finde ich schlimmer als Spinnen, Leute. Angst habe ich vor der Geburt, aber ich denke halt positiv, was andere geschafft haben, schaffe ich ja auch. Ja, ja, klar. Heutzutage ist das ja Standard geworden, ne? Ein guter Zauberer. Renrock hat das kapiert und ich gebe mir alle Mühe, ihn in dieser Hinsicht zu unterstützen. Schauen wir mal, wie die jetzt heimlich still und leise umbringen können. So. Und nicht anders. Ich halte sogar immer den Atem an, weil ich immer Angst habe, dass ich erwischt werde. Das kriegt der gar nicht mit da oben. Ich wollte es gerade sagen. Da müsste mich doch eigentlich permanent sehen.
Aber an den kann ich mir jetzt nicht vorbeischleichen, glaube ich. Das geht nicht. Was war denn? Du bist zum Sterben hier, was? Ich glaube, halt so. Oh, ist da noch aber? Ach, guck mal. Da sind ja noch zwei. Bitteschön. Was soll das? Was geht hier vor? Was soll das? Was soll das? Womit habe ich das verdient, dass der mich so blöde angriff? Warum haben die eigentlich nur Level 24? Das ist echt voll lame. Sebastian, warte. Warten? Worauf? Wieso bist du plötzlich so zaghaft? Hör zu. Ich weiß, dass du wütend und frustriert bist. Aber jetzt einfach vorzupreschen, könnte alles zunichte machen. Lodgok meinte... Ach, dein Koboldfreund. Hör auf. Nicht alle Kobolde sind wie Ranrok. Ich bin nicht dein Feind. Wir wollen dasselbe. Antworten finden. Ich dachte auch, wir hätten dasselbe Ziel. Haben wir auch. Hör zu. Ärger im Paradies. Lodgok weiß viel mehr über Ranrok als wir. Er meinte, dass Ranrok offenbar von den Hütern weiß und nach allem sucht, was mit ihnen in Verbindung steht. Darum scheinen sie uns immer einen Schritt voraus zu sein. Ich weiß, was ich tue. Du musst mir vertrauen. Sonst können wir nicht gemeinsam weitermachen. Ja, schon gut. Tut mir leid. Meine Gefühle überwältigen mich wohl. Schon seit einer ganzen Weile. Ich vertraue dir wirklich. Und ohne dich kann ich Anne nicht helfen. Gut. Ranrok weiß eindeutig mehr, als wir dachten. Wir müssen vorsichtig sein und dürfen nicht einfach losstürmen. Wir haben viel Arbeit vor uns. Wir müssen zusammenarbeiten, um das letzte Stück des Triptychons zu finden. In Ordnung. Ja. Also, Sebastian, stell dich nicht immer so an und lass mich Chef sein. Ist aber auch nicht unbedingt gerade besser. Wer sagt denn, dass ich immer alles richtig mache? Wie schön, Sie zwei zu sehen. Also der Toffee im Real Life, natürlich, der macht immer alles richtig. Aber der Toffee im Spiel, der hat doch bestimmt auch irgendwo mal seine Hemmungen und Skepsis und so weiter und so fort, ne? So, jetzt muss ich da reingehen. Bisschen Angst. Der Turmtunnel. Die Spannung steigt. Oh, wir haben nur noch eine halbe Stunde, Leute. Oh mein Gott. Zeit vergeht wieder wahnsinnig schnell. So weit, so gut. Aber bei fast allen Spielen, die wir momentan spielen, ne? Keins, wo es sich ziemlich lang zieht. Das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Eine Befürwortung für das Spiel, weil die Spiele dann ja dementsprechend gut sind. Dass man die Alter, Spinnen! Ich glaube, ich spinne! So. So. Aua, aua, aua. Warte, wo ist es? Ist das Fisch? Fisch, wo bist du? Ja, wo ist es denn? Ich sehe es nicht. Da. Ich wollte nicht Lumosen. Uppala, uppala. Incendio. Hoppala. So. Diese Beinchen da immer im Himmel irgendwie rum. Oh, oh Gott, nein, da ist ja noch ein Viech. Ups. Ich wurde voll lustig gemacht gerade. Guck mal, wie die Beinchen da immer über Luft sind. Das sieht total lächerlich aus. Incendio. Ja. Die große ist mal down. Incendio. Ja. Noch eine. Incendio. Oh, die haben mich getroffen. So. Sehr gut. Hätten wir das.
Puh, das ist auch mal so viele Gegner in letzter Zeit kommen, ne? Da kommen auf einmal so viele gleichzeitig. So, oh. Tote Kobolde. Tut mir leid. Bei Level 33. Es geht, glaube ich, nur bis Level 40, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das wurde, glaube ich, mal gesagt. Von dem her brauchen wir ja gar nicht mehr so lang. Bis wir unser Maximum erreicht haben. Was ist das, hast du besser gekonnt? Was ist das für ein Angeber? Geh weg, Sebastian. Da oben ist noch was, aber komme ich da so ohne weiteres hin? Da, hier ist was. Ah, zieht mir schon wieder was. Ah, ich sag ja, Mücken und Zecken und was weiß ich in letzter Zeit bei mir irgendwie ganz viel. Zumindest habe ich das Gefühl, mich juckt alles. Oder es liegt doch an den Spinnen. Vielleicht habe ich doch jetzt irgendwie Paranoia. Oh, mindestens 3 Schubser, denke ich. So. Das waren die Mondsteine. Hä, wer sieht mich denn da? Wie hat mich diese Person, die da hinten ist, gesehen? Ich habe sie ja selber auch nicht gesehen. Hä, wo bist du? Ach, da oben! Ach, wie süß. Komm, das machen wir mal so fertig, oder? Ja, hallo, ich würde dich gerne fertig machen, aber ich komme dich ja nicht ran. Hallo? Ich komme nicht hoch. Ja, ich komme nicht hin. So. Haben wir einfach mal den Gewittersturm nach oben gepackt. Also dieses Spiel ist doch noch ein kleines bisschen... Achso. Ein kleines bisschen schwierig. In der Aufmachung meine ich. Ist nicht alles so eindeutig. Wo laufe ich denn jetzt am besten lang? Ich habe die Orientierung verloren, weil ich hier zu viele Schätze gesammelt habe. Also, hier bin ich gerade hochgelaufen und habe hier Schätze gesammelt. Dann müsste es eigentlich hier unten ja weitergehen. Aber hier falle ich ja runter. Hä? Ne, genau. Hier war der Platz, wo wir uns gerade alles erkämpft haben. Dann müssen wir jetzt hier lang wahrscheinlich gehen, ne? Genau, hier hinten lang. So, feuchtfröhliche Höhle. Diese Spinnen wollen uns unbedingt verspeisen. Wir wären sicher schmackhafter als Kobold essen. Ja, pff, ja, das weißt du ja nicht. Weißt du, wie ein Kobold schmeckt? Hast du schon mal einen gegessen? Oh, Hilfe! Die haben aber richtig verliebt. Das war Teamwork. Oh, noch eine! Weil es so schön war. Hä? Mann, mach doch jetzt! Alter! Ja. Alter, was ist los? Geh doch mal auf Sebastian, der ist auch noch da. Ja. So. Mal von hinten angreifen hier, weißt du? Die können doch immer im Fair spielen. Tja. Hä? Ja, hey, voll cheated! Die ist durchs Feuer gelaufen. Das hätte eigentlich gar nicht gehen dürfen. Voll die Cheater-Spinne. Du bist doof. Ich mag dich nicht mehr. So. Level 33 rückt in immer größere Nähe. Wozu das denn? Das ist das ekelig. Ich glaube, hier war schon ewig niemand mehr. Boah. Wenn in so einem Ding hängst, ne? Oder es ist nur so eine neue Schönheitsmaske oder sowas. Manche Frauen legen sich ja irgendwie auch irgendwas ins Gesicht an irgendwelchen komischen Masken oder sowas. Und dann, ne? Dann sieht das dann... Soll das ja jünger wirken oder so, aber das wirkt irgendwie eher ein bisschen vermummt. Incendium. So. Und hier.
Kommen gleich wieder neue Spinnen, oder? Warte, nein, Quatsch, ich wollte so machen. So, hier geht's wahrscheinlich weiter. So. So, noch mehr von diesen Dingern. Erstmal alle Eier umbringen. Hat jemand Lust auf Spiegeleier aller Spinne? Nicht wirklich mein Stil. Zu kann man Spinneneier genauso machen wie Hühnereier, dass man sie quasi aufmacht und dann. Ne? Ich mache erstmal Licht hier. Oh. So. Jetzt geht der Punk ab. Oh, jetzt kommen hier einige Spinnen, du. Das glaubst du aber. So. Alter, schön platt gedrückt. Okay, warte. Da ist noch eine. Zu viele Spinnen hier. Erstmal Sachen sammeln hier. Ja, geht noch nicht, geht noch nicht. Moment. Alter, der absolute Spinnmarathon hier. So. Nee, so. Suano, Tobi, du bist ein Zauberer. Ja, ich fühle mich auch so. Ja. Uiuiuiuiuiuiui. Das sind noch mehr. Da oben ist noch ein. Hollali. Die einzige Herausforderung gewesen sein. Ja, was heißt die einzige Herausforderung? Das war ja auch krass genug. Weißt du, wie viele Spinnen das jetzt gewesen sind? Uiuiuiui. Solche Runen haben wir doch schon mal gesehen. Du bist ekelhaft? Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht, Ryan? Warum bin ich jetzt schon wieder ekelhaft? Ich meine, es stimmt, aber... Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? So, hier ist ein Sekret. Was ist das? Ach, ein Mega Power Trunk. 9 habe ich jetzt immerhin noch. So, da ist noch was zum Looten. Da ist auf jeden Fall irgendwas. Genau, da müssen wir wieder diese komischen Dinger da machen. Das machen wir aber gleich. Das müssen wir gleich genau timen wahrscheinlich wieder. Timing, die schöne thailändische Prostituierte. Die kommt immer zur rechten Zeit. Aber jetzt gucken wir uns erstmal zu Ende. Ich vermute, wir brauchen alle drei Runensymbole. Ja, schon klar. Ich muss mich hier erst umgucken, Sebastian. Eins nach dem anderen. So, also. Da hinten ist das Ding. Ah ja, okay, es funktioniert. Okay, ich wollte nur kurz gucken, ob es funktioniert. Was? Ach so, weil das ist noch unter... Willst du mir sagen, dass ich nicht an den Spinnenweben vorbeigehen konnte? Okay, das braucht als... Das kommt als letztes. Machen wir erstmal das da. Dann. Nee, das da. Dann das da. Endlich können wir hier raus.
Hat doch geklappt. Er ist wirklich vergesslich. Ach, die Hühnereierspinnen-Aussage. Ach so. Das war nur ein Rezeptvorschlag. Muss ich ja nicht nachkochen. Gedacht, doch komm, probierst es mal aus. Man muss heutzutage flexibel sein, wenn heutzutage nicht immer so viele... War ich da oben schon? Da komme ich her, ne? Oder komme ich da her? Nee, da bin ich... Nee, von da hinten komme ich. Wir gehen jetzt da lang. Ich dachte, ich hätte ein Secret übersehen. Er hat einen guten Hunger. Ja, kann ja sein. Es gibt Leute, die essen Rinderzunge oder irgendwie sowas. Finde ich auch irgendwie ein bisschen komisch. Mir ist ein Durchbruch geglückt. Die Fähigkeit, die ich mit meinen Lehrern verfeinert habe, die mir geholfen haben, solch schöne Säulen zu beschwören, werden in die delikaten Angelegenheiten, der ich mich nun widmen werde, noch viel mehr vonnöten sein. Es fühlt sich etwas so an, als würde ich eine Erinnerung entfernen, aber der magische Vorgang ist eine völlig andere. Als ich auch das leiseste Flüstern des Schmerzes gleich über dem Herzen aus meiner Brust sog, erschien ein dünner und flüchtiger Nebel, der sogleich begann, sich aufzulösen. Ich empfand eine Woge von Erleichterung, gerade so, als wüsste ich ganz genau, dass ich das Richtige tat. Nun frage ich mich, ob dieser Nebel nicht aufbewahrt werden könnte. Wenn wir Erinnerungen in einem Denkarium aufheben können, muss doch auch dieses Extrakt für genauere Untersuchungen aufbewahrt werden können. Sebastian, ein Tagebucheintrag. Wir sollten nach weiteren suchen. Ja, und da kommt wieder viele Mega-Power-Tränke. Das bedeutet, wir werden wieder einen großen Kampf gleich vor uns haben. Das ist gefährlich. Ich habe ein bisschen Angst. Natürlich. Ich muss gegen Brownie kämpfen. Das habe ich nicht gesagt. Und noch 1000 Spinnen, genau. Ja. Ja. Mann, ah, ich kann nicht kontern, ey, das gibt's nicht. Konzentration, Leute. Die Spinnen immer mal mit dem Feuerdings wegmachen, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Ja. Dinge einsammeln, genau. Oh, da hat aber einer wirklich aufgepasst. Mich aus der Reserve gelockt. Ja. Also von den Spinnen sich nicht die ganze Zeit ärgern lassen, glaube ich, am sinnvollsten. Einfach immer mal wieder wegflamen. Oh, 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 danke, 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 danke. Oh, das sind aber auch 1000 Spinnen, ne? Alter, dieser Troll, der... Versuch mal ein bisschen so mit. Mann, das geht nicht. Wenn ich gerade mitten in den Angriffen bin, dann macht er das mit diesen scheiß Steinen immer so schnell, dass ich da gar keine Chance mehr habe. Hä? Wie kam denn das zustande? Ich war doch viel zu weit weg. So, Sebastian kümmert sich die ganze Zeit schön um die Spinnen, das finde ich sehr, sehr löblich. Aber ich würde auch gerne mal diesen Troll fertig bekommen. So. Ja. Oh. Jetzt aber. Nein, der ist nicht verwirrt. Normalerweise verwirrt er sich doch immer, wenn er gegen irgendwas klatscht.
Ja, Sebastian macht endlich Müll. Das ist sehr, sehr schön. Dankeschön, Sebastian. Ja. Sind immer noch so viele Spinnen da? So, aua! Diese blöden Spinnen, ey. Verwirren mich die ganze Zeit. Alter, jetzt verpisst euch doch endlich mal. Boah, geh mir die auf den Sack, die scheiß Spinnen. Ich kann mich hier gar nicht konzentrieren auf den Kampf, weil die ganze Zeit irgendwelche blöden Kackspinnen da sind. Ja, jetzt ist er verwirrt. Gut, sehr gut. Kaum was ab, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin viel zu schwach für diese Art von Quest hier gerade. Kann es sein, dass ich mich schwerer mache, als es eigentlich ist? Kannst du mal gegen Sebastian gehen? Ja, danke. Ja, jetzt, komm, hier, zack. Und jetzt volle Kanne drauf. Drauf, Sebastian, komm, voll drauf. Voll drauf auf ihn. Ja, sehr gut. Und jetzt drauf, Sebastian, drauf, 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 drauf. Bringt Freunde zusammen wie ein wütender Troll. Trollpopel kriege ich dafür. Dankeschön. Weißt du, das alles für Trollpopel. Rebellion. Das ist doch mal ein richtig schöner Preis für einen Sieg. Trollpopel. Ah ne, warte, stimmt. Entschuldigung, ich habe mich vertan. Es waren 5 Trollpopel. Ja, das ist ja schon mehr wert auf jeden Fall. Nur bei Fingerweh vom ganzen Schlagen. Angerichtet. Überall Trümmer. So. Ins Händen. Flemmen wir das mal ab hier. Kriegen wir irgendwas geschenkt? Was habe ich gekriegt? War da was drin? Ach doch, 72 Gold. Ach, 72. Man bekommt, was man verdient. Hey, ich habe mir doch echt gut angestellt. Nee, eigentlich nicht. So, ist hier noch mehr? Der Troll hat auf jeden Fall ein höheres Level als du. Vielleicht liegt es daran. Ja, aber das ist ja eigentlich auch sinnvoll, ne? Muss ich das wieder reparieren, oder? Muss ich das reparieren? Repar. Ja. Ach genau, weil der Troll es ja auch kaputt gemacht hat vorhin, ne? Das war ja harte Arbeit. Mehr als das. Genau, es ist ja eigentlich auch gut, dass ich das aber das ist ganz schön viel mit dem Basiszauber. Ja, das Problem ist, die anderen Zauber, die liegen mir irgendwie nicht so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die anderen Zauber mir irgendwie so ein bisschen blöd sind. Vielleicht sollte ich echt den Zauber mal wechseln. Hast du eigentlich recht. Vielleicht sollte ich wirklich mal die Zauber wechseln. Aber die hier, die sind ja auch Hardcore, ne? Ich glaube, die kann man ja nicht immer verwenden. Ich könnte mal vielleicht ein Melding hier nehmen, ne? Anstelle dessen, warte mal, was kann man hier... Confringo, ich weiß nicht, ob der stärker ist. Ich weiß halt auch ganz nie ganz genau, welcher jetzt der stärkste oder welcher der schwächste und sowas ist, ne? Weil so viele Zauber habe ich halt nicht. Gut, ich könnte den hier einfach nochmal reinbringen. Warte mal, den hier zum Beispiel, anstelle von Lumos, weil Lumos brauche ich ja sowieso im Kampf eigentlich überhaupt nicht. Also meine Kampffläche, die ich jetzt gerade hier habe, da brauche ich das ja sowieso nicht. Kann ich einfach mal so versuchen zu arbeiten. Schauen wir mal.
Naja. Aber ich hab's geschafft. Das ist die Hauptsache. Noch ein Tagebucheintrag. Fast maximales Level, aber weiß nicht, welche Zauber stark es sich gibt. Weil ich immer zu viel Pause mache dazwischen. Weil ich zu viele Spiele durcheinander spiele. Deswegen habe ich keine Ahnung, was hier gut und was schlecht ist. Das ist bei jedem Spiel, wo du halt eine etwas größere Steuerung hast. Und hier bei diesem Spiel ist es halt so, du musst verschiedene Knöpfe drücken und ein Kombo und hier und da und so. Da verliert man halt den Überblick, wenn man zu viele Spiele durcheinander spielt. Ich bin es halt nur gewohnt, Farming-Spiele zu spielen. Da passiert halt nicht viel. Es war eine solche Freude, meinem Vater nach all diesen Jahren zu helfen, seine Stimme wieder zu hören. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich ihn vermisst hatte. Oh, Entschuldigung. Wir brauchen was Stabiles zum Draufstehen. Ich muss gestehen, dass mich die Reaktion der Hüter überrascht hat. Ich hätte damit rechnen müssen. Wie können sie tatenlos dastehen und nichts tun, wenn doch so viel Gutes in ihrer Macht liegt? Wie kann Professor Rackham sich anmaßen, mir vorzuschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe? Sie sind so unverfroren, über mein Werk zu urteilen, ohne wirklich begriffen zu haben, was ich da geschaffen habe. Ich habe jedoch eine Hoffnung. Die Schulleiterin scheint begriffen zu haben, was ich tue. Wenn die Zeit reif ist, will ich zu ihr gehen. Vielleicht ist sie fähig und gewillt, mir zu helfen. Bis ich jedoch sicher bin, muss ich meine Arbeit allein fortführen. Wenigstens für den Moment. Aber ich werde jemanden finden, der mir hilft. Ich werde jemanden finden, der die Gabe, die mir gewährt wurde, ebenso versteht Lass wie meine diese Pflicht, an den richtigen Ort schweben. Sie anzuwenden. Für den Augenblick will ich sicher verwahren, was ich gelernt habe. Eines Tages werde ich es mit den anderen, die wie ich sind, teilen können. Hast du was gefunden? Ein Tagebucheintrag. Ja. Und du hast dazwischen gelabert, während ich gelesen habe. Du Sebastian. Sebastian. Rebellion. So. Genau. Damit müssen wir dann da hochgehen. Aber Leute, es ist jetzt 23:30. Ich kann leider nicht mehr weiterspielen, weil ich meinen Sohn jetzt dann vom Kindergarten abholen muss. Und deswegen werden wir jetzt hier einen Cut machen. Es tut mir leid, ich hätte noch gerne etwas länger mit euch gespielt. Aber man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. So ist das, so ist das, so ist das. Es hat mir trotzdem eine unfassbar große Freude gemacht, euch auch mal vormittags mit euch zu spielen. Hätte nicht gedacht, dass so viele Leute da sind. Ich hätte gedacht, da sind vielleicht 5 Leute hier oder so, die vielleicht gerade mal irgendwie rein zufällig Zeit haben oder mal kurz reinschneiden und sagen, hallo, ja, aber ich muss gleich wieder gehen. Freut mich, dass es euch wirklich, wirklich offensichtlich auch Spaß gemacht hat. Sonst wäre ihr ja nicht so zahlreich hier noch hier geblieben. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr allerdings erst. Da ist der letzte Tag unserer 7 Tage Live-Challenge. Also 7 Tage, jeden Tag, ne? Live? Nee, wisst ihr was? Und das bedeutet, wir werden morgen um 19 Uhr etwas später anfangen mit Streamen. Früher werde ich es nicht schaffen. Und dann haben wir die 7 Tage Challenge geschafft. Und das schaffen wir auch noch. Es hat ja so viel Spaß, 6 Tage jetzt gemacht, dass wir den 7. auch noch schaffen werden und auch noch genießen werden, so wie die letzten. Genau. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.